Jahr 2090 stand fertig aufgestellt die Raumrakete Ernie 8 zur Fahrt ins Himmelzelt. Fast an die 1000 Kinder, die sah man rundrum stehen, die wollten den Raketenstart mit eigenen Augen sehen. Drei Mädchen und ein Junge, die kletterten hinein und schleppten in den Laderaum vier Weltraumkoffer rein. Drei Mädchen und ein Junge, die kletterten hinein und schleppten in den Laderaum vier Weltraumkoffer rein. Und dann hat die Rakete gedonnert und gezischt, hob ab und war nur noch ein Punkt im hellen Tageslicht. Die vier sahen bald die Erde als einen kleinen Stern, doch schwebten sie noch weiter, sie flogen ziemlich gern. So flogen sie zu einem Planeten hoch hinauf, der glänzte hell wie Silber mit grünen Meeren drauf. So flogen sie zu einem Planeten hoch hinauf, der glänzte hell wie Silber mit grünen Meeren drauf. Sie stiegen aus und liefen an so ein grünes Meer, das war wie Zuckerwatte und kitzelte sie sehr. Und in der Ferne sahen sie Figuren glitzern stehen, wie große Schneekristalle, das fanden sie sehr schön. Sie standen da und sagten, welch wunderbarer Stern, gibt's hier wohl Lebewesen, das wüssten wir sehr gern. Sie standen da und sagten, welch wunderbarer Stern, gibt's hier wohl Lebewesen, das wüssten wir sehr gern. Und während sie so staunten und fanden alles schön, da sah man um ihr Raumschiff fünf blaue Wesen stehen. Die zogen der Rakete geschwind aus ihrem Bauch den größten Weltraumkoffer und machten ihn gleich auf. Sie fanden einen Kasten mit großen Spulen dran und drückten einen Hebel, schon fing der Kasten an. Sie fanden einen Kasten mit großen Spulen dran und drückten einen Hebel, schon fing der Kasten an. Die Erde ist ein großer, abwechslungsreicher Stern. Ihr sollt aus der Vergangenheit von ihm ein wenig hören. Einst gab's hier viele Menschen, die hatten nicht zu kauen, und anderswo, da ließ man Gemüse und Obst verfaulen. Nur wenige hatten alles, Fabrik und Land und Stadt, und viele schufteten sich müh den lieben langen Tag. Die blauen Wesen schimpften, was soll uns so ein Stern, und spuckten gelbe Knallballons, man konnte es weithin hören. Die blauen Wesen schimpften, was soll uns so ein Stern, und spuckten gelbe Knallballons, man konnte es weithin hören. Das hörten die vier Kinder und liefen sehr schnell hin. Sie sahen die blauen Wesen, ihr Tonband mittendrin. Die blauen Wesen sagten, der Kasten hat erzählt, wie es bei euch so aussieht, das hat uns grad gefehlt. Die Mädchen sagten freundlich, was ihr gehört habt heut, das sind doch alles Sachen aus längst vergangener Zeit. Die Mädchen sagten freundlich, was ihr gehört habt heut, das sind doch alles Sachen aus längst vergangener Zeit. Im Jahr 2090, da leben alle gern auf unserer runden Erde, dem guten alten Stern. Heut schafft bei uns sich jeder, was er zum Leben braucht, und keiner nutzt den anderen für böse Zwecke aus. Die blauen Wesen lachten und machten bunten Rauch und sagten, seid willkommen, so ist es bei uns auch. Die blauen Wesen lachten und machten bunten Rauch und sagten, seid willkommen, so ist es bei uns auch.